So, meine lieben YouTube-Freunde, Markus Dr. Kroll hat es tatsächlich in die Bild-Zeitung geschafft. Jetzt wollen wir mal schauen. Viertel bei Viertel nach acht ist normalerweise eine ganz nette Serie. Was da so eher zum Besten gibt, das Ganze dauert 7,5 Minuten. Und ich vermute schon einiges, dass er dort letztendlich ganz komprimiert seine Thesen aufsetzt. Und ja, werde ich ganz kurz kommentieren dann hoffentlich auch. Schauen wir mal kurz rein. Das ist der Grund, wieso zwei Leute, die dasselbe Mein machen Gott, ja. und dasselbe verdienen, der eine. Also den Kurs habe ich mir auch gekauft. Ja, ganz kurze Information. Ja, ist definitiv dient zur Weiterbildung, kostet insgesamt 600 oder 700 €. Also Preis-Leistung passt. Aber du wirst damit jetzt nicht unbedingt reicher werden. Ja. Reich wirst du dadurch, indem du halt einen Haufen Kohle verdienst. Ja. Und dann kannst du es auch ein bisschen optimieren. Am Ende kannst du in Deutschland mal unter uns gesprochen ganz wenig optimieren und nicht ohne Grund verlassen jedes Jahr 300.000 High Performer, die etwas mehr verdienen, ja, Deutschland, ja, und dreimal so viele Flüchtlinge, die nichts verdienen, kommen rein, ja. Nicht ohne Grund, weil du halt in Deutschland letztendlich nur ganz marginal optimieren kannst. Das sind letztendlich riesige, ich muss sagen, eigentlich schon Konglomerate an Industrien, die da dranhängen, die sich Steuerberater nennen, die sich Steuerprüfer nennen, die sich Wirtschaftsprüfer nennen, die sich Steuercoaches nennen, whatever, ja, die da jetzt quasi alle mitverdienen an dem ganzen Tohubabohu, ja, und du letztendlich, ja, wenn es eine Steuerlücke gibt, ja, und da gibt es ein Coaching dafür, ja. Dann ist die innerhalb von 12 bis 24 Monaten, also die werden auch immer schneller, ja, die Regierung, ja, aber es sind halt nicht ganz so schnell, aber dann wird die halt eben geschlossen. Das heißt, du läufst ständig, es ist wie so ein Rattenrennen, ja, du läufst ständig irgendwelchen Steuertipps hinterher, die dann wieder geschlossen sind. Und ich kann dir das auch bestätigen durch meinen Steuerberater und so weiter und so weiter und so weiter, ja. Also dieses ganze Thema ist halt, ja, okay, du kannst eine Holdingstruktur aufbauen, ja. Lohnt sich aber erst ab einem gewissen Einkommen und dieses Einkommen musst du, darfst du halt nicht nur einfach irgendwie jetzt für ein paar Jahre haben, sondern du müsstest quasi jetzt genau wissen, dass du dieses hohe Einkommen auch die nächsten 10 Jahre hast. Dann lohnt sich sowas, ja. Und selbst wenn das alles stimmt, dann stundest du deine Steuer auch nur, denn irgendwann wirst du sie bezahlen müssen, ja. Und du kannst sie so lange stunden, bis du alt und Rentner bist und dann halt kein sonstiges Einkommen mehr hast und dann zahlst du halt auf diese gestundete Steuer weniger Einkommen, bla, bli, blub, ja. Ganz ehrlich, ja, in 20 Jahren wird der Euro vielleicht gar nicht mehr existent sein, ja. Also da gibt es vielleicht so. Diese Steuermodelle sind so derartig langfristig angelegt, dass in unseren unsicheren Zeiten, insbesondere auch in der Eurozone, ja, mit allem, was dazugehört, an Wirtschaft und politischen Ereignissen, man verdient auf jeden Fall sehr viel Geld auch mit Training. Mehr Nachdenken, mehr Eigenverantwortung. Da sind wir ja gerade auch direkt bei Ihnen im Thema. Jetzt mitten im Wahlkampf gibt es natürlich viele Versprechungen, die man macht. Einen kostenlosen Nahverkehr beispielsweise. Sie sagen aber, das ist genau der falsche Weg. Das Ihr ist genau Thema. der falsche Weg. Und zwar einfach deswegen, weil hier wird Wohlstand erstmal abgeschöpft und dann wird er umverteilt für alles Mögliche. Und all diese ganzen politischen Projekte, wo sich Politiker, die eigentlich an den fundamentalen Dingen, wie wir gerade gesehen haben, versagen, die nehmen sich jetzt vor, die Welt zu verbessern an allen möglichen Enden. Sie versprechen uns kostenlosen Nahverkehr, kostenlose Kitas, kostenlos ich weiß was alles. Und worum geht es dann letzten Endes wirklich? Es geht eigentlich darum, dass ein Teil der Gesellschaft durch Leistung diese ganzen Dinge erarbeiten muss. Denn zum Beispiel Nahverkehr oder Kita wird ja nicht dadurch kostenlos, dass der Staat es bezahlt, sondern es bezahlt ja auch nicht der Staat, sondern jemand anderes bezahlt es. Ich muss es vorher jemandem wegnehmen. Ich muss es jemandem wegnehmen, der vorher was geleistet hat. Und was rechtfertigt das? Ja, stimmt zu 100%. Aber sie machen es ja noch viel interessanter. Sie machen es ja noch viel geiler. Sie nehmen Kredite auf. Ja. Und bezahlen es dann aus den sogenannten Krediten heraus. Ja, diese Kredite werden dann bedient durch Gelddrucken und Deflation, inflationiert. Und das heißt, es wird nicht
sofort jemand bezahlt, ja, sondern es wird auch wieder gestundet in die Zukunft. Das sind wir wieder bei dieser Stundung, bei dieser Zukunftsgeschichte. Das heißt, die Verbrechen, die jetzt begangen werden in Sachen Kredite aufnehmen, ja, und die quasi augenscheinlich macht die Politik, die jetzt an der Regierung ist, gute Sachen für uns, ja, sodass sie dann wiedergewählt werden, dass wir alle in die Hände klatschen, das gibt's umsonst, das gibt's umsonst, Bahn wird umsonst gefahren, nimmt Kredite auf, die dann unsere späteren Legislaturperioden die Bürger dann teuer bezahlen müssen über die Inflation und so weiter. Das heißt, jetzt hat, wenn die Baerbock oder wie sie da alle heißen, die ganzen Grattler, ja, wenn die jetzt hat miese machen, ja, welches wir dann, sagen wir, in 10 Jahren teuer bezahlen müssen, dann sind die schon längst wieder in Rente. Denn du hast als Minister, wenn du mal 4 Jahre gedient hast, hast du eine saubere Rente. Und nur darum geht's. Es geht immer nur ums Geschäft, es geht immer nur ums Geld. Es geht nie um irgendwelche Gerechtigkeit oder Bürger oder sonstigen Kladderadatsch, ja, sondern Business, Business, Business. Und die Deutschen sind so ein Völkchen, ja, selten wie irgendein anderes Völkchen, die halt einfach das nicht, nach wie vor nicht in ihre verdammte Birne reinbekommen in der großen, breiten Masse. Ja. Und zudem kommt noch dabei, dass die sogenannte große, breite Mittelschichtsmasse ja auch zunehmend ausgedünnt wird, weil die abwandern, ja, und das heißt auch keine Nachkommen produzieren, und die Unterschicht wandert ein, also vermehrt sich durch die nichts haben, ja, und zwar massiv. Die reproduzieren sich dann auch, die unteren Schichten, also man sieht ja hier ständig irgendwelche, ja, Immigranten und so weiter mit, ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, noch keine Immigrantenfamilie gesehen aus Afrika in der S-Bahn, also Familie, nicht einzelne Leute, sondern Familie, die nicht mindestens 4 Kinder irgendwo hatten, ja, hinten eins, vorne eins, 2 im Kinderwagen und so weiter. Das heißt, die reproduzieren sich auf der unteren, und wir wissen ja aufgrund des Systems, dass die unteren schlecht nur nach oben kommen und so weiter. Das heißt, unten wird es immer mehr, in der Mitte, das wandert ab, ja, und ja, jetzt habe ich mich irgendwie verquatscht. Egal, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die dann noch umverteilen wollen in 10 Jahren. Auf jeden Fall, da fällt uns das sowieso dann irgendwann auf die Füße. Ja. Aber indem man jetzt Kredite aufnimmt, wird das eben sozusagen, dass die bösen Folgen werden halt auf die Zukunft projiziert. Ja. Und bis dahin bin ich jetzt hier, jetziger Politiker, längst wieder sozusagen schon gar nicht mehr im Amt. Und das ist halt wie soll man sagen, Accountability, ja, das ist einfach ein Accountability, und ich glaube, das ist durch das ganze System hindurch, ja, glaube ich, vielleicht sogar der größte Fehlerfaktor überhaupt, dass, wenn ich jetzt hier Scheiße baue, ja, irgendjemand anders muss es ausbaden, aber nicht ich, und dadurch kann ich natürlich immer mehr Scheiße bauen oder machen, was ich will. Das gilt auch für die Banken und so weiter und so weiter, das, also andere bezahlen die Zeche für das, was hier jemand gemacht hat, also nicht das Prinzip eines sogenannten Rechtsstaats, den wir ja proklamieren zu haben, dass wir sagen, naja, ich breche hier irgendwo ein bei Aldi, ja, ich klaue mir hier Nahrungsmittel, und wenn ich erwischt werde, dann muss auch ich in den Knast dafür, ja, oder was, oder Strafe zahlen. Nein, ich, ja, breche bei Aldi ein und klaue mir dort Nahrungsmittel, und wenn ich erwischt werde oder was auch immer, ja, oder ich werde sowieso nie erwischt, irgendjemand anders in 5 Jahren geht dann für mich in den Knast, ja, oder muss die Strafe zahlen, ja. Und das ist einfach ein System, das muss ja böse enden, ja. Also. Das rechtfertigt sich aus dem Mehrheitsprinzip, mehr ist es nicht, ja. Und wenn ich den Menschen, die etwas leisten, etwas wegnehme, dann muss ich letzten Endes auch die etwas leisten, davon überzeugen, dass das mit Maß und Mitte passiert. Und dieses Maß und diese Mitte haben wir längst verlassen, weil jeder Wahlzyklus dazu führt, dass die Politiker, um Mehrheiten zu gewinnen, mit anderen Worten, um Stimmen zu kaufen, und nichts anderes ist es, mehr abschöpfen müssen. Ist die Steuerschraube irgendwann ausgereizt, kommt die Schuldenschraube, und ist die Schuldenschraube irgendwann ausgereizt, kommt die Gelddruckschraube. Und dieser Zyklus, das ist ein letzten Endes politischer Zyklus, der führt uns vor die Wand. Sie waren Unternehmensberater in den großen Firmen BCG, McKinsey, Roland Berger. Sagen Sie uns mal 3 Punkte, wo Sie sagen, das können wir uns nicht mehr leisten, das muss weg. Also wir können uns nicht mehr leisten, einen Bürokratieapparat, der sich nur noch mit sich selbst beschäftigt.
Wenn Sie von den 14 Ministerien 10 abschaffen, das merkt kein Mensch. Und das gilt auch für die 99 Bundesbehörden, da gehe ich jede Wette ein. Wir können uns nicht mehr leisten, einen Sozialapparat, der nicht die Bedürftigen, nicht auf die Bedürftigen hört, sondern auf die Lauten. Also mit anderen Worten, der die Schwachen nicht vor den Faulen schützt. Das können wir uns auch nicht mehr leisten. Und wir können uns nicht mehr leisten, das Sozialamt der Welt zu sein. Wir müssen den Menschen da draußen helfen, aber wir müssen ihnen nicht dadurch helfen, dass wir ihnen jede Verantwortung abnehmen, sondern indem wir ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Sie haben genickt, Frau Loth. Sie ich finde das ja, ist gute Einstellung. So muss es ja auch sein, weil sonst dreht man sich hier im Kreis, finde ich, ne? Weniger öffentliche Hand heißt aber vielleicht auch weniger für Schulen, weniger für Kitas, die dann schlechter ausgestattet sind. Das klingt natürlich erstmal gut, mehr im eigenen Geldbeutel. Eben genau nicht. Weil wenn wir das, was wir jetzt machen, tun, dann ist eben für die Kernaufgaben des Staates gar kein Geld mehr da. Der Staat befasst sich mit allen möglichen Dingen, für die er nicht zuständig ist. Und die Dinge, für die er zuständig ist, vernachlässigt er darüber. Und das sind eben Schulen. Und das ist die Verteidigungsfähigkeit des Landes, das ist Rechtsprechung, Rechtssicherheit und dergleichen. Es gibt Kernaufgaben des Staates, die füllt er aber gar nicht mehr aus, weil jeder Politiker sich ein Hobby sucht. Jeder Politiker sucht sich ein Hobby, mit dem er Karriere macht, und das sind nicht die Kernaufgaben des Staates. Die sind nämlich langweilig. Und deswegen befasst man sich lieber mit all den Randbereichen und schaufelt das Geld in die Randbereiche, in alle möglichen Bedürfnisse, in alle möglichen... Wir haben 200 Genderlehrstühle in diesem Land, die der Staat und der Steuerzahler finanziert. Ich wette, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit dadurch auf ganz neue Höhen kommt. Also da muss man sich doch mal an den Kopf fassen, was finanzieren wir denn? Finanzieren wir Lesen und Schreiben oder finanzieren wir Gendersprache? Also Sie sagen auch, thematisch muss man da umdenken, andere Schwerpunkte setzen. Gleichzeitig die soziale Marktwirtschaft hat Deutschland einst stark gemacht. Da liegen auch unsere Kernenergie, will ich schon sagen, das Wort passt nicht, aber die Energie, der Kern des Ganzen. Herr Luthe, sehen Sie das ähnlich oder glauben Sie, es gibt da so eine Art Mittelweg, die man auch gehen könnte? Sie haben das richtig formuliert gerade, die soziale Marktwirtschaft, um die geht es. Mhm. Nur haben wir in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass das, was... Ja, das ist halt schwierig, immer bei der Bildzeitung in 5 Minuten das alles rüberzubringen, sodass auch jeder versteht. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr Themen. Ich kann euch nur die Videos von Max Dr. Karl ans Herz legen. Also das allermeiste davon trifft den Nagel auf den Kopf. Und ja, ich sehe da schwarz. Also egal wie viele Markus Dr. Kralls es gibt, ja, da wird sich nicht groß was ändern. Ich würde sogar behaupten, Markus Dr. Krall, wenn der sich heute irgendwie für die Politik, für irgendeine eigene Partei oder sonst irgendwas aufstellen lassen würde, ja, der würde sofort gewählt und alles, ja. Nur in dem Moment, wo er wirklich gefährlich für die aktuell Mächtigen sein bekommen würde, also ja, in der Politik, würde er auch ebenso schnell wieder vernichtet und abgesägt werden. Und da gibt es alle möglichen Maßnahmen. Ja? Es ist ja auch möglich, unsere Pipeline zu sprengen, ohne dass es jemand noch darüber spricht in der Öffentlichkeit. Ja? Also das heißt, wir werden definitiv fremd regiert und da passieren so viele Sachen, da hat ein Markus Dr. Krall, hätte da in der Politik absolut keine Chance. Und von daher ist es vielleicht am besten, wenn er quasi unabhängig da absolut seine Expertise zum Besten gibt, ja, vereinzelt vielleicht Leute dann auf den Trichter kommen, dass Deutschland vielleicht nicht mehr so das Land für echte Performer ist. Ja, ich sage jetzt nicht, dass ich einer bin, aber es gibt welche, die sind noch viel, viel performanter wie ich und mit dem, was sie machen. Und für die lohnt sich halt Deutschland einfach langfristig sowieso wahrscheinlich nicht mehr. Und denen hilft er dann, indem sie einfach dann quasi schneller aufgeklärt werden und dann einfach das Land verlassen können oder halt einfach sich optimieren können in ihrem Geschäft, was sie halt machen und so weiter und so weiter. Und aber dass das Land als solches irgendwie noch gerettet werden kann, das mag ich jetzt mal zu bezweifeln, weil wir ja gar nicht unser Land wirklich selber in der Hand haben. Ne? Und wenn sich da irgendwelche Randgruppen auftun, die werden ja sofort vernichtet. Ja. Das ist in unserer sogenannten Demokratie, ja, die gar keine ist. Ja, das ist natürlich totaler Blödsinn. Ja, auch die Ukraine hat keine Demokratie. Also ich habe jahrelang war ich mit einer Ukrainerin verlobt. Ja, also das ist, wenn ich da erzählt hätte, ihr habt eine Demokratie, hätte sie mich ausgelacht. Ja, also das ist alles nur Lügen und ja, das ist wirklich schade, aber es ist halt so. Ne?
Und ich kann ja nichts dafür, dass ich in diesem Land geboren wurde. Das war nicht meine Entscheidung. Genauso wenig, wie ich heiße, war auch nicht meine Entscheidung. Ja? Aber es gibt Dinge, die kann man entscheiden. Und das ist nämlich, in welchem Land du lebst. Ja. Und da wird sich also der Strom, dass die Performer rausgehen und immer mehr Krattler reinkommen, das wird sich wahrscheinlich noch potenzieren und ja, das wird das Ganze implodieren. Ja, leider, leider, leider. Dann verabschiede ich mich mit meiner Reaktion und bis zum nächsten Mal. Tschüss.